Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute, und willkommen zu 20XX. An meiner Seite ist Korinator, denn hier ist es ein Koop-Spiel. Okay, also, das ist ein Mega Man X-Klon. Da ja unglaublich viele Leute ein Sequel von, egal, eine Fortsetzung von der Mega Man X-Reihe wollen, insgesamt mal ein neues Mega Man-Spiel. Es gibt ja auch solche Dinge wie Mighty Number 9. Das hier ist allerdings ein Koop-Spiel, wie besagt, und ich werd dich direkt einladen, Lutz. Ja. Invite a friend. Wir haben es schon angetestet. Das Spiel wurde, wie es aussieht, auf der PAX Convention dieses Jahr vorgestellt. Und du bist ebenfalls Nina. Moment, ich switche. Wir können ebenfalls einen Zero-like-Charakter spielen. Das ist dann natürlich ein vollkommen mein Wunschtraum. Unsere Protagonisten heißen Nina und Ace, denn ja, das Blaue dort ist weiblich, wie es aussieht. Der Clou an dem Game hier, wir haben zwar diese Arc, wie es ist. Es gibt Daily und Weekly Challenges auf Normal und Hardcore. Das Game ist kein klassisches Mega Man X von wegen, wir haben einen Boss Select Screen und können uns einen aussuchen. Nein. Und jeder Run, den wir starten, beginnt auch wieder von Null an. Und wir haben auch nur ein Leben. Wenn beide von uns verrecken, ist aus und wir starten direkt wieder von Neuem. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt keine großartige Ahnung, wie wir dieses Let's Play jetzt wirklich aufziehen können. Aber in Episoden würde ich es mal nennen. Ja, in Episoden, wenn wir neue Bosse konfrontieren. Denn das hier ist alles random. Wir gehen hier mal rein. Generating Level. Und ja, waiting for other player to load sketchy netcode. Wir sind in der Super Hot Facility. Die Level haben zwar charakteristische Elemente, sind allerdings random zusammengesetzt, was ich ziemlich, ziemlich nice finde, und das erhöht wie Sau den Wiederspielwert. Ich zeig euch auch spaßeshalber mal die Controls, denn Classic Mega Man X, wir können dashen, aufladen, haben Special Weapons und habt ihr nicht gesehen. Das Tollste an der Sache oder das Charakteristischste, was Mega Man X zu bieten hat, waren ja allerdings die Wall Jumps und die Dashes. Wo bist du? Ein bisschen weiter oben. Ach, du bist oben. Ich glaube, ich untersuche mir mal. Yep, hier gibt's Bonuswaffen. Das ist ja super, ich glaube nur in die falsche Richtung. Capcom, Mann, untersuch einfach alles, was geht. Also es soll Capcom sein, du weißt, was ich meine. Oh nein, es gibt keine Bonuswaffen. Nein. Alles, vergiss es, ich habe den Excalibur gefunden. Attack Damage Up, Power Damage Down. Also ich muss nicht zu dir. Das ist was für mich. Nein, du musst nicht zu mir. Ich hab nur einen Modifier gefunden. Hätte ich mich gleich selbst umgebracht. Diese Modifier sind ebenfalls sehr geil. Die können wir in der Arc freischalten mit Geld, das wir in den Runs hier bekommen, und ich stelle mich gerade sehr doof an. Bist du jetzt immer noch oben? Ja. Ich war oben. Ich hole mir mal ein bisschen Health. So, also es gibt zwei Arten von Geld. Normale Muttern und Seelenmuttern, soll heißen Nuts und Soul Nuts. Und ja, Muttern, wie Mechanik Mutter. Mit den normalen Nüssen können wir in-game einfach Sachen kaufen. Mit den Soul Nuts können wir in der Arc Upgrades kaufen, die dann freigeschaltet werden, die wir dann wiederum in den Levels finden können. Am Start. Und die erst zum Einsatz kommen, wenn wir sie in den Leveln finden. Also, das alles ist ein, wie gesagt, mit dem Wiederspielwert ziemlich, ziemlich geil. Und dieser Modifier hat mir gerade. Oh, okay, alles klar. Hamsterrad. Bossgegner, Viech. Aber dieser Modifier war gerade ziemlich geil. Also ich habe echt fett HP gekriegt im Gegensatz zu. Alles klar, okay, wow, das ging gut. Nahkampfcharakter FTW. Ach, du bist. Alles klar, Moment, ich hol dich wieder. Okay. Als allererstes kriegen wir jetzt diesen Modifier hier wieder. Attack Damage Taken Restores Energy, das ist immer toll. Und was hast du da bekommen? Erleben. Okay. Alles klar, ich werde ziemlich tanky, wie es aussieht. You may choose only one. Wie sieht's bei dir aus? Nimmst du. Du hast diesen Shield Boomerang genommen. Das Ding ist ziemlich nice. Was haben wir hier sonst noch? Powers deal more damage oder Nüsse.
Ich denke, ich werde auch den Boomerang nehmen, weil Power Steal More Damage ist zwar geil, aber ohne Power ist das so ein bisschen doof. Okay. Ich bin. Statt dem Boss Select Screen können wir jetzt einen von drei Bossen aussuchen, bei denen wir einfach direkt weiter Progress machen. Werden wir tun. Loading some scratchy netcode. Ich finde die Musik auch echt. Hab ich das erwähnt? Ich finde die Musik einfach mega catchy. Es ist halt alles sehr cool gemacht. Wir haben jetzt hier das klassische Eis-Level und das. Yep. Du hältst den Dash-Button gedrückt, oder? Wenn du hier rumhüpfst. Klar, weil ich sehe das nämlich nicht. Dass du diese Spur hinter dir herziehst. So. Ah, hier. Diese Warp-Mechanik finde ich ziemlich nice. Der Soundtrack, der jetzt auch gerade, wenn er gerade läuft, ist auch nice. Was denn? Der Soundtrack, der jetzt gerade, wenn er gerade läuft. Ja, den finde ich wirklich sehr schön. Und, Verwirrung! Alles klar? Whoa, ey, fick dich, du Tier! Guck mal, was da drüben ist. Was ist denn da drüben? Oh, was gibt's das zu kaufen? Ja, oder? Hä? Okay, Bringt auch nicht wirklich viel. Für normale Muttern. Max Health plus 2 oder sowas ist eigentlich schon ganz geil, aber wir haben nicht genug Kohle. Nein. Jetzt hab ich dich für den Gegner gehalten. Super, weil ich so leuchte oder was? Ja, weil du Damage kassiert hast. Oh, ein Pinguin. Ein Alpha-Pinguin. Alpha-Tier. Diese blau leuchtenden Viecher sind relativ hart zu knacken oder sagen wir im Wesentlichen härter zu knacken. Aber. Wow! Aber hinterlassen grundsätzlich diese Soul Nuts. Sniper Engine. Läuft. Alles klar, komm, wir müssen so, ja? Ich kann nicht durch Wände schlagen, das ist sehr doof. Aber ja, hoppala. So. Muss erstmal nach links gehen. Nach rechts ist ja grundsätzlich. Ups. Oh, cool, ein Nüsschen. Wieder oben entlang. Ah, toll. Hier kamen wir ja her. Ach, scheiße. Ich hol dich ein. Ja. Ich finde das auch sehr nice, dass ich im Laufen schlagen kann. Das ging ja normalerweise in Mega Man X nicht. Zero ist zum Angreifen immer stehen geblieben damals. Aber dass sie diese coole Classic-Combo drin haben, finde ich schon ziemlich cool. Das ist, ich meine, ich kann ihn schon hören, wie er schreit. Ich glaube, ich habe dich überholt. Ich habe oben ein bisschen was aufgesammelt. Der Soundtrack ist echt catchy. Ich find's mega nice. Und erinnert mich auch sehr an das erste Level Mega Man X auf dem Super Nintendo damals. Das hat einen ähnlichen Soundtrack. Was geht bei dir da oben? Oben, ich bin da weiter rechts gegangen jetzt schon. Was bist du denn gerade? Oh, meine Güte. Okay, alles klar. Los geht's. So. Ich kenne ja eigentlich gar nicht deine großartigen Erfahrungen mit Mega Man. Gab's da was? Geh auf den Gameboy damals. Ein wunderschöner Schwarz-Weiß-Optik. Wahrscheinlich der Klassiker Mega Man 2. Das Modul sogar noch hier rumfliegen irgendwie. Oh hey, cool, schau mal, wo wir sind. Wir haben echt die Boss-Tür gebracht. Guck mal kurz eben mal, was hier oben gibt. Nö, nicht unbedingt etwas. Wow! Boss-Time. Yo. Ein Ohrwurm. Das ist echt mega der Ohrwurm, alles klar. Und es ist Spinne. Natürlich. Spinne. Okay. Spinne! Läuft. Ich weiß gar nicht, ob die Bosse mit Zeit zu Zeit immer schwieriger werden. Ja, glaube ich nämlich auch. So, alles klar. Enemies drop more nuts und enemies drop more health. Das ist ziemlich cool. Oh! Was war das nochmal? Shockwave ist natürlich geil. Increase your speed. Gotta go fast. Wunderschönes Sonic-Zitat, aber diese Shockwave ist geil. Hä, was hast du getan? Warum liegt da... Verstehe, okay. Stimmt, du kannst ja nur drei Fähigkeiten benutzen. Nice. Ja, okay, also ich werde, denke ich mal, auch die Shockwave benutzen, einfach weil Nahkampf. Fast wäre zwar ziemlich geil, aber...
Ich denke mal, wir sollten sowieso mehr zusammenbleiben. Also nutze ich die Shockwave. Die ist jetzt auf meiner linken Schultertaste, alles klar. Okay, wie sieht's aus? Was nehmen wir denn? Ach komm, weil der Bob uns am Anfang so rangebracht hat. Weil der Bob uns erstmal getrollt hat, ja? Ja. Ist klar. Jetzt auf die Fresse. Gut. Richtig. So, wir haben ja, wie gesagt, ein wenig rumgetestet und dieser nette Herr hat uns schon relativ getrollt, aber da wir ja jetzt Distanz-Shit haben. Wow, 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 alles klar. Fucking Laser-Enemies. Wow, wow, wow. Alter, das Teil da unten, das muss. Komm zu mir oder mach's platt, aber entscheid dich. Oh, warte. Ha! So, geht das. Drecksvieh. Diese steamigen Plattformen finde ich auch ziemlich geil. So, wie sieht's aus? Schauen wir uns da mal. Gibt's da was? Nein, da gibt's nichts. Wir laufen halt ab und zu auch mal in eine Sackgasse, weil, wie gesagt, die Elemente der Level sind zufällig zusammengesetzt. Nicht komplett zufällig generiert, eher so Baukasten-Lego-Prinzip. Finde ich ziemlich nice. Warte, ich gehe hier unten drunter durch. Nee, ach, scheiße, kann ich gar nicht, verdammt. Sind weg. Fuck. Ja, scheiße. Ja, Timing, ne? Ja, Alter. Gott! Alter, ist das kacke! Du musst halt echt gucken, dass, ja, dass deine Plattform. Genau. Guck, dass deine Plattform am höchsten Punkt ist. Und dann halt das scheiß Teil nicht. Verreckst mir jetzt nicht an dem Laser. Ja, komm! Bist du durch? Ja. Das war. Shit! Verdammt! Ja, wie war das nochmal? Jetzt war ich da noch an dem scheiß Laser. Ich versuch den Run am Laufen zu halten und hol dich gleich wieder. Shit! Moment. Noch nicht. Jetzt! Woo! Fuck you, bitches! Bitte bleib mir am Leben, bitte. Okay, das da rechts ist krank. Bleib mir am Leben! Oh, woo! Mein Gott. Shit! Kann ich nicht mal leben und muss. Fuck! Nein! 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 So ein Scheiß! Nein! Verdammt! Oh Gott, ey. Okay, Leute, wir lassen es hier einfach, nachdem wir jetzt verreckt sind, nach so einer Viertelstunde. Also das Game hat unglaublich viel Wiederspielwert und ich denke mal, wir werden ab und zu mal einen Run starten. Wir können jetzt noch unsere Nüsschen ausgeben. Nüsschen. Was ist das hier? Friendly Guardian Bit Orbits You? Was? And Deflects Attacks? Will ich. Gain Speed, Damage and... Oh. Squishiness. What? Okay. Alles klar. Und Nuts sometimes restores one energy. So, wie gesagt, die Dinger haben... Jetzt hast du... Du hast so ein Ding schon? Hä? Ja. Wieso hast du so ein Ding? Kriegst du so ein Ding auch, wenn ich Nina werde? Nö. Okay, also normalerweise werden die Dinger erst... Ah, okay, schaut mal, das Schwert, was ich jetzt in dem Run kassiert habe, das ist jetzt auch in meiner Galerie. Also wie gesagt, Seelennüsse da oben einsetzen, dann die Dinger in den Leveln bekommen und hier landen sie dann in der Galerie zumindest. Zum Beispiel diese Klempnermütze hier. Boosts both Jumping and Plumping Abilities. Sehr geil. Okay, also wie gesagt, wir lassen es hier und wir werden ab und zu mal einen Run starten. Ihr könnt immer wieder draufklicken, weil die Runs auch wirklich immer was anderes sein werden. Und ich bin froh, dass wir so ein schönes Koop-Ding gefunden haben. Ich bin ja sowieso der totale Mega Man X-Fan und, keine Ahnung, vielleicht sogar schon Geek, Nerd, whatever. Und wie gesagt, ab und zu mal einen Run und jedes Mal was Neues und yeah, und ich find's geil. Kauft es euch im Early Access. Momentan ist es noch billiger bei Steam.
auf jeden Fall supporten und Daumen hoch, finde ich. Ihr könnt uns natürlich ebenfalls supporten, indem ihr selbigen Daumen nach oben gebt oder mal kommentiert, liked und oder teilt. Das würde uns unglaublich sehr, sehr toll helfen. Und wenn ihr mehr von diesen Arcade-Gramm-Gedönse oder unbekannten Spielen sehen wollt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Abonniert uns auf Facebook und Twitter, kontaktiert uns, gebt uns eure Meinung. Und wir sehen uns das nächste Mal im Jahre 2000X. Ja, X. Doppel X. Ciao.